hast mir zugestimmt. Okay, genau, so hätte ich nämlich auch eingeschätzt, dass Sarah auch meine Meinung ist. Okay, Ochi sagt auch, in der Sauna sieht man alles, aber doch nicht beim Schwimmen. Ich hab diesen Ort immer geliebt. Außerdem darfst du in der Sauna noch nicht immer einlochen. Also. Jetzt kann ich den Hof erkunden, wann immer ich will. Beim Schwimmen darfst du auch nicht einlochen. Was ist los mit dir? Ja, würde ich ja nicht auch behaupten. Also, wenn man sich ordentlich verhält. Heute sind meine Geister sehr glücklich sogar. Ordentlich. Ich habe schon von ein paar Leuten gehört, die im Schwimmbad Sachen machen, wo ich mir dachte, da will ich nicht mit sein. Der Schwimmbad ist auch eine schöne... Naja, egal. Ich hab schon zwei erste Dates im Schwimmbad gehabt und die waren beide gut und auch länger anhaltend. Siehste? Also Lumi... Ich glaube, wenn man sich versteht, ist es vollkommen egal, wo man sein erstes Date... Das stimmt. Man muss halt trotzdem auch für ein Date sorgen, wo man sich irgendwie unterhalten kann und kennenlernen kann. Ich hatte mein erstes Date, da habe ich sie von der Schule abgeholt. Du hattest schon sehr merkwürdige erste Dates. Das klingt sehr, sehr creepy. Berufsschule. Du warst wahrscheinlich noch ein bisschen jünger, hoffentlich. Berufsschule. Nicht so viel jünger, als du denkst. Ich hol meine Dates auch immer von der Schule. Ich war. Dann zeige ich ihm mal, wie das so geht, ne? Ich war 23 und sie war 20. Ja, ja. Ui, ein neues Küken ist geschlüpft. Und dann halbierst du das noch und dann kommt's ran. Sag mal Stopp. Stopp. Wir Toni. Bei mir haben wir gleichzeitig Stopp gesagt. Ich habe bei der Reaktion ich habe eine verzögerte Reaktion und entsprechend habe ich dann Stopp gedrückt, während Felix Stopp gesagt hat und das hat angehalten, sobald du Stopp gesagt hast. Ja, wir müssen Schatteneier. Sehr schön, aber ich dachte schon, dass wir Schatteneier noch abgeben müssen. Bist du sicher? Nein, Schattenei müssen wir nicht abgeben. Ich glaube, das war eins von den optionalen Sachen. Ach so. So, ich werde Heli jetzt erstmal Leben schenken. Ich hatte in meinem Leben ein einziges Date, da hat mich mein bester Freund begleitet, weil er da was von mir wollte. Wow. Oh. Das klingt nicht so viel. Aber sag mal so, sie kennen die Geschichte dahinter, von daher ist es bei ihr eher, weil sie halt lange glücklich ist. Miau. Von daher ist es... Ich hatte sehr, sehr viele erste Dates. Ja. Und sehr, sehr schräge erste Dates. Hat jemand mit Absicht die Bäume so gepflanzt oder sind die so gewachsen hier? Die sind so gewachsen, ich hab nichts gemacht. Ich kaufe jetzt mal unten bei Mani Gras. Ich habe mal eine Frage. Zählt Gras als bewachsen das Feld? Hm. Weil hier steht ein Apfelbaum und eigentlich steht dabei, dass man um die Bäume immer ringsrum frei machen muss. Ich glaube Gras nicht. Aber ich weiß es nicht 100%. Ich habe jetzt das Gras mal kurz weggemacht da oben. Miau! Ah, jetzt bin ich wieder verpennt. Ich bin zu spät. Mani mag Quarz, ja? Ja, nee, Diamanten mag. Aber mag am liebsten Diamanten. Moment mal. Sarah, habe ich das richtig verstanden? Du hattest ein Date mit jemand anderem und dein bester Kumpel ist noch mitgekommen, weil er aber gleichzeitig was von dir wollte. Ja, klar. Hätte auch sein können, dass er einfach derjenige war, mit dem sie da gedatet hat. Date sabotiert. Nee, ich hatte schon so verstanden, dass er dabei war. Dann ist das wirklich aua. Wusstest du, dass er was von dir wollte zu dem Zeitpunkt? Die Frage ist ja die nächste, die ich weitergebe an meinen Chat hier, an Sarah. Ja, das wird sie ja wahrscheinlich nicht gehört haben. Nein, ich habe euch alle gemutet. Genau, okay, das erstmal. Okay, dann ist es wirklich. Oh, what the hell? Was denn? Was war denn jetzt die Antwort? Das war erstmal die Antwort, kam erstmal auf meine Frage. Ach so. Und deswegen, what the hell? Also eigentlich müsstet ihr mal bei Jodel den Channel Horror Date Stories besuchen. Das ist so geil. Aber es ist doch viel interessanter, wenn die Leute dazu kennt. Ist doch viel interessanter. Ja, das wusste sie. Es tut mir leid, aber du bist zu nett für die Welt. Ich hätte ja eiskalt gesagt, nee, du kommst nicht mit. Na wieso? Ich fände es sogar netter, wenn man nicht sagt, wenn man sagt, du kommst nicht mit. Also naja, aber wenn er halt sagt, er will mitkommen, ist sie halt zu nett zu sagen, dass, nee, mach mal nicht. Ja, aber es wäre doch dann viel besser zu sagen, nein, komm nicht mit, damit er sich den Anblick da nicht antut. Oder bin ich da schief gewickelt? Das ist also zwar menschlicher, da gebe ich dir recht, aber wenn er halt unbedingt sagt, er möchte das machen, dann ist es halt sozusagen dem anderen seinen Willen lassen. Bei einem Date jemanden dabei haben, der was von einem will und während man den anderen trifft, ist ja super schreck. Wie geht denn dazu?
Ich glaube, ich könnte mich da gar nicht auf das Date konzentrieren. Du wolltest auch nicht, dass er mitkommt. Ja, dann, warum hast du ihn dann mitgenommen? Das ist so meine Frage, die ich dann... Der stand dann mit einmal... Oh. Ach so, du hast ihm erzählt, dass du das machst und er war einfach da. Oh, das okay. Wird nicht besser, ich hätte... Das ist, Oh, da wäre ich aber ziemlich sauer auf ihn gewesen, glaube ich. Ich auch. Oder auf eine Freundin, die dann mitkommt, wäre ich da auch ziemlich sauer gewesen. Naja, egal. Der kannte den und wollte sicher gehen, dass er nett zu mir ist. Wenn er den kennt, dann weiß er doch, wie er ist. Das ist ja die schlechteste Ausrede, die ich jemals gehört habe. Stalker. Also ernsthaft, wenn er den kennt, dann weiß er doch ganz genau, wie der ist. Das hätte er dir ja vorher von abraten können. Ja, das hätte er dir vorher gesagt. Der Typ hat seine letzte Freundin, keine Ahnung, betrogen, schlecht behandelt, was auch immer. Totgeschlagen. Ja, hoffentlich nicht, aber... Eieiei, da bin ich ja noch voll glücklich mit meinen Dates, wobei ich hatte nicht so viele erste Dates direkt. Oh Gott, ich hatte so viele erste Dates, ich kann das gar nicht mehr zählen. Also meine sind unter zweistellig, glaube ich. Ich würde sogar sagen, ich kann es an einer Hand abzählen. Also ich kann es an einer Hand abzählen, aber ich brauche die zweite Hand trotzdem dazu. Okay, ich weiß bei manchen Sachen nicht immer ganz, was man als Date zählt, aber... Naja, wenn du dich mit jemandem Unbekannten triffst, bei dem eventuell was draus werden könnte mit Partnerschaft. Und wenn es nicht auf eine Partnerschaft angelegt ist? Es ist für mich nicht direkt ein Date. Also wenn du vorher schon weißt, dass man weder miteinander schläft noch Partner wird, ist es kein Date. Achso, miteinander schlafen zählt dann aber auch. Ja, tut mir leid, bei mir ist Partnerschaft miteinander schlafen das gleiche. Ja, es gibt ja noch ONS. Entschuldigung. Ja, bei Lumi sind das eher Langzeit, wir machen es immer mal wieder. Friend with Benefits. Genau, das gibt's halt bei mir nicht. Gibt's mittlerweile sogar einen Begriff für. Der Typ war super, Moment, der Typ war super? Welcher Typ war jetzt super? Das Date. Achso, der. Nicht der Stalker. Aber das Date ist ja dann trotzdem schrecklich, also da kann der Typ ja noch so cool sein. Horror-Date-Stories. Also das ist halt der Punkt. Das kann, glaube ich, dann der also zumindest wenn ich dann, selbst wenn ich die beste Frau meines Lebens so kennenlernen würde, das Date würde ich immer als schlecht in Erinnerung behalten und ist nicht so wahnsinnig toll. Wobei später lacht man vielleicht drüber. Ha, da kam der eine mit und hat uns belauscht. Ja, ist halt wirklich, wenn du damit länger zusammen bist, dann irgendwann erzählst du da vielleicht mal witzig. Oder ziehst ihn damit auf, dass er das gemacht hat. Ja, so. Und er wird trotzdem immer noch weinend da hocken und denken, ach Gott, hätte ich sie nur bekommen. Forever alone. Ne, so Friends und Leute sind zum Teil verdammt hartnäckig. Was ich so mitbekomme. Ach so. Ich sag mal so, bei deinem Umgang, wenn man dich näher kennt, ist es auch merkwürdig, gefriendzoned zu werden, glaube ich. Hä? Gebrudit. Ich meine, jetzt nicht in Bezug auf mich. Ich hab kaum Leute in der Friendzone. Ich glaube, ich steck öfter in der Friendzone, als dass ich Leute in die Friendzone gesteckt habe. Ich meinte eher, weil das manchmal bei dir ein bisschen klingt, das würdest du sehr frei leben, sag ich mal. Hey Brudi, was geht? Bin halt scheiße neugierig, meine ich. Das ist nicht so neugierig, okay. Das ist wieder eine gute Ausrede. Es gibt tatsächlich Leute, mit denen hatte ich was, weil ich neugierig war. Wie siehst du eigentlich nackig aus? Wie sieht dein Orgasmusgesicht aus? Ich bin echt neugierig. Wie lang ist dein Longdrop? Nee, Meso, was machst du? Ich hab einen Thunfisch gefangen. Yeah. Gibt es nicht Mädels, wo du kennst, wo du denkst, so, wie könnte die wohl im Bett sein? Es gibt viele Mädels, die ich kenne, wo ich mir denke, wie könnten die wohl im Bett sein? Aber deswegen, erstens ist es mal ausprobieren. Lumi. Ja, aber deswegen sind die ja nicht damit einverstanden. Von daher mache ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber weiter. Ja, das ist irgendwie schade, weil vielleicht sind die ja auch neugierig, wie du im Bett bist. Und dann kann man es ja einfach mal ausprobieren. Wollt ihr euch treffen? Nee. Ich rede jetzt nicht vom Bett, ich meinte per se. Also ich glaube, wir haben dann meistens schon ziemlich gut geklärt, ob man das ausprobieren will oder nicht. Okay. Gibt Leute, die ja ganz normal drüber reden. Klingt komisch, ist aber so. Das unterschreibe ich. Der wollte 5 Jahre was von mir. Hui. Siehst du? Mit dem Hartnäckig war das wahrscheinlich. Mal fragen. Ja, so habe ich nicht gefragt, logischerweise. Weil da ist die Antwort zu 99% nein. Du kannst dir einfach einen nackten Mann machen. Gefragt. Was hast du gefragt? Nach Küssen habe ich gefragt. Das ist, glaube ich, noch. Das ist ein bisschen süß. Und außerdem, wenn sie Frau fragt, ist immer noch was anderes.
Ich glaube, das war auch süß. Also. Uff, was hab ich denn hier für einen? Den kriege ich nicht. Das war Silvester, dann ist ja noch was ganz anderes. Da ist ja noch generell ein bisschen was anderes. Ich bin hin zu ihm und hab gesagt, hallo? Moment, kannst du ihn vorher? Das ist ein wichtiges Detail. Oh. Nee, das war bei einer Disco. Interessant. Und ich fand ihn irgendwie ganz schnucklig. Also nicht so ganz mein Typ, aber hat irgendwie ganz süß getanzt, so, keine Ahnung. Ich fand ihn irgendwie nett. Und aber meine Freundin, mit der ich da feiern war gerade auf dem Klo. Und dann bin ich zu ihm rüber und dann, hallo? Natürlich, wenn die beste Freundin auf dem Klo ist, nicht wenn sie dabei ist. Das könnte ja schief gehen. Ja, das wäre ja peinlich gewesen. Und dann habe ich nach einem Hallo, er meinte dann auch Hallo, war natürlich entsprechend verwirrt, weil ich ihn da so mitten auf der Tanzfläche angequatscht habe. Und dann habe ich ihn gefragt, ob kurze Frage, wie leise ist die Musik bei euch, dass ihr euch auf der Tanzfläche unterhalten könnt? Naja, man schreit sich halt ins Ohr. Oh, fuck! Außerdem... Ich hasse diese Monster, ey. Also war sowieso schon gegen 5, 6 Uhr morgens irgendwie, also es war schon echt spät. Aber trotzdem bei uns die Musik immer so laut, dass selbst mit Anschreien am Ohr du fast nichts verstehst. Nee, ich glaube, die haben sie schon ein bisschen leiser gemacht, so kurz vor den Rausschmeißern irgendwie. Naja, jedenfalls habe ich ihn dann gefragt, ob er eine Freundin hat. Und dann meinte er nein. Und dann habe ich gefragt, ob er schon einen Neujahrskuss hatte. Und dann meinte er nein. Und dann habe ich gefragt, ob er gerne einen hätte. Und dann meinte er ja. Und dann haben wir uns geküsst. Und für wie viele Minuten? Erstmal nur kurz auf den Mund und dann meinte er, das wäre jetzt ein bisschen wenig gewesen und dann haben wir uns länger geküsst. Okay. Und 2 Tage später sind wir im Bett gelandet. Hallo Felix, du Kaktusesser. Hättest du nicht vorher essen sollen, bevor du umfällst? Ja, voll die interessanten Themen, Matze. Lumis Dating Stories. Es sind ja Lumis Dating Stories, es sind ja so Community Dating Stories. Jeder kann seine schrägsten Dates erzählen, keine Ahnung. Benni, sag mal's mal so, ne? Also, ich bin die Treppe runtergekommen, da war der rote Schleim und zack und weg. Weil dann bist du da immer. Felix redet gerade nicht von Dates, nur für die Leute. Ja, nach einem Date ist man natürlich gestunt und dann geht's ab und vorwärts. Die Treppe runtergekommen. Ich dachte jetzt, was ich sage, wir reden über schräge Dates und du fängst an, ich kam runter und dann kam der rote Schleim. Ja, wenn der Wisch, da weißt du Bescheid. Rote Schleim-Dating-Stories. Ich gebe meinen Dates auch immer so komische Namen, ne? Der rote Schleim. Und Hasenpfote brauchen wir übrigens. Der grüne Assi oder so. Der Granatapfel ist eigentlich, haben wir einen Baum, glaube ich, tatsächlich. Ach, und Weizen müssen wir noch ansammeln. Also 3 Äpfel und. Weizen ist am Anbauen. Weizen ist am Anbauen, Apfelbaum ist auch am Anbauen, alles entspannt. Nein, ist es nicht. Das ist ja bald das Gemeindezentrum schon fertig, gell? Das geht aber schnell. Naja, was heißt bald? Also, wir brauchen noch ein bisschen. Tatsächlich in meinem Einzelspielermodus fehlt mir echt nur das Fischen. Tja, alles andere habe ich schon. Hättest du nicht mehr. Da hätte er ja sagen sollen, ja, aber nicht von dir, das wäre richtig hart gewesen. Was? Um deinen Neujahrskurs, wo du ihn gefragt hast, ob er gerne einen hätte, hätte er gesagt, ja, aber nicht von dir, das wäre hart gewesen. Das wäre wirklich hart gewesen. Ich habe das Ganze tatsächlich ein Jahr oder 2 Jahre später nochmal probiert, das war aber nicht so ergiebig. Also ich habe meinen Neujahrskurs gekriegt, aber irgendwie war das nicht so... Nicht so schön? Naja. Der war irgendwie nicht gut genug drauf. Nee, bei Jens, den ich damals geküsst habe, ich glaube, das war der 3. oder 4. Mann, den ich überhaupt geküsst hatte im Leben. Und ich habe da irgendwie, man hat ja dann so ein gewisses Bild davon, wie Menschen küssen, weil man ja so schon 2-3 Küsse hatte. Und der war aber einfach ganz anders und das war so mega cool. Und deswegen bin ich ja dann auch mit ihm ins Bett, weil ich wissen wollte, da war ich echt neugierig, wie der ist. So. Ich hatte bis jetzt nur einen Kuss, der wirklich ganz anders war als die anderen. Der war so. Also, der war so krass zärtlich, dass er schon wieder exorbitant gut zärtlich war. Ich kannte das so nicht. Also, ich kenne so ein normales. Du magst ewig härter. Ich dachte vor Jens. Also, Jens hat mich tatsächlich überzeugt, dass ich es auch sehr zärtlich mag. Wenn man es richtig macht. Zärtlich hart. Es ist 20 vor 2. Ich schlaf schon. Ich habe eine Frau, ich gehe früh ins Bett. Ah, hey, du hast ja nichts zu suchen. Mit mir würdest du nicht früh ins Bett gehen. Doch, aber ich würde nicht früh schlafen. Oh, ich habe es wenigstens noch rausgekraft, ey. Ich bin außerdem beim Benni erstmal kurz rein, hast du gesehen, scheiße, das Bett ist ja belegt. Ich glaube, du kannst tatsächlich quasi mit mir bei mir schlafen, also mit auf meiner Seite schlafen. Oh, ein Schleimbrutkasten. Explosive Munition, okay. Hart aber zärtlich. Wir können ja auch demnächst mal einen Pferdestall bauen, da müssen wir nicht mehr so weit laufen.
Komm mal auf die Pferde aufsatteln. Die nächsten 10.000. Man kann es ja nicht anfangen und hart weitermachen, das geht. Aber dann muss man einen guten Übergang finden. Ey, ja. Ich habe nur gerade überlegt, was ich heute tun soll. Ich bin nicht gewöhnt. Ja, so viel Freizeit zu haben, ich weiß. Ach, ja. Du und deine Freizeit. Erzählt dir auch jeden Tag das Gleiche, sollst du mitarbeiten. Die erzählt mir jeden Tag das Freizeit. Dass sie nicht weiß, was sie tun soll. Wo gibt's denn Kugelfische? Keine Ahnung, aber Thunfische können wir jetzt abgeben. Ja, ich habe ja einen Thunfisch gefunden. Hallo? Ja. Sehr schön. Stille Zustimmung. Mach halt. Übrigens, über deine Formulierung von ergiebig wurde ich auch sehr amüsiert. Fische gesucht, ich brauche ein gutes Exemplar. Achso, eines Kugelfisches, deswegen fragst du. Ich glaube, Kugelfische gibt es zu bestimmten Tageszeiten, irgendwie abends oder früh oder sowas. Kam ergiebig von mir und in welchem Zusammenhang? Aber ja, Riku, Appetit kann man viel haben, so. Na, mit dem Neujahrskurs, dass das nicht so ergiebig war. Das dann nicht so ergiebig. Ja, der war wirklich nicht so ergiebig, ja. Stehe ich auch voll dazu. Lumi sage ich jetzt schon, Riku, das mit dem Appetit haben, das ist auch sowas, das habe ich gemerkt, manche Leute verstehen den Unterschied zwischen Hunger haben und Appetit haben nicht. Für die ist, wenn die Appetit haben, haben die Hunger. Und die essen auch so lange, bis sie keinen Appetit mehr haben. Und dass ich sage, also, für mich ist ein ziemlich großer Unterschied, ob ich jetzt gegessen habe, bis ich keinen Hunger mehr habe, oder ob ich gegessen habe, bis ich keinen Appetit mehr habe. Oh ja, bei mir auch. Und normalerweise. Es gibt auch einen Unterschied, ob ich Essen anfange aus Appetit oder aus Hunger. Und normalerweise esse ich tatsächlich halt, bis ich keinen Hunger mehr habe und habe noch Appetit. Oh, weil das sind schon wieder solche sehr intellektuellen Gespräche, da steige ich komplett aus. Machst du auch keinen Unterschied zwischen Hunger und Appetit? Nee, ich bin sehr subtil. Ich habe die Tiere schon gemacht, Felix. Ja, ist mir schon klar. Sie hat es ihm schon besorgt. Also, ich sag mittlerweile auch schon, ich bin beim Genussessen angekommen, wenn ich dann doch noch ein bisschen mehr esse, als ich eigentlich Hunger habe. Ja, aber das ist halt, meine letzte Freundin hat immer gesagt, ich bestaune das, dass du dir immer genau so viel nimmst, dass du das aufisst und dann nichts mehr haben, also keinen Hunger mehr hast. Und ich so, naja, das liegt daran, dass ich halt keinen Hunger mehr habe, aber Appetit hätte ich noch und die Spanne ist halt groß und dann ist es einfach da drin zu landen. Ja. Naja. Fand ich jedenfalls merkwürdig. Ich versuche eher gerade an Heu zu kommen, aber hier kann man nichts mehr rausnehmen, weil das ja so ein automatisches Ding ist. Ich habe das doch schon abgegeben, oder? Was, 10 Heu? Oh, kannst du die nicht aus dem Silo direkt rausnehmen? Oder habe ich es mir vorgenommen? TJ! Ist ja auch mal aus dem Silo direkt rausnehmen kann. Bisher noch nie probiert. Aber eigentlich nie, eigentlich kannst du bloß gucken, wie drin ist. So, ich baue jetzt hier noch mehr Weizen an, ja? Also mache hier Weizenmultiplikation. Also ich kann hier nichts rausnehmen. Vielleicht, vielleicht geht es unten bei den Hühnern, weil oben ist, glaube ich, eine Automatik drin. Appetit kann man eigentlich unten haben wir auch eine Automatik. Vollkommen richtig. Appetit kann man eigentlich nicht immer mehr haben. An Heu. Das schaffen wir schon noch. Im Winter fressen sie ja wieder Heu. Oder muss das dann leben? Was? Wie neu? Dann muss das automatisch dort liegen. Ja, es liegt da schon automatisch hier, aber du kannst es nicht nehmen. Ach so. Du kannst es von dem Heu... Kasten wegnehmen. Nee, ja, sagt er doch, kann er nicht. Hä? Geht nicht. Ich guck nachher mal. Lass mal Mama das machen. Aber wenn man Appetit hat, ich finde ja dann sowas eigentlich ganz cool wie irgendwie eine Banane essen oder sowas. Das hilft dann meistens. Man muss natürlich auch Lust auf Banane haben. Oder irgendwie Apfel oder sowas oder Birne. Appetit habe ich immer auf bestimmte Sachen. Oder eine saure Gurke kann man dann auch mal zwischendurch essen. Das sind halt so harmlose Sachen, finde ich. Autsch. Tatsächlich. Du bist ja eh nicht dick, du musst ja auf sowas nicht achten. Du kannst essen, was du willst, wenn du Appetit hast. Das stimmt, aber ich geht ja gerade nicht nur um mich. Ach so. Tatsächlich. Deswegen. Also unterstellst du den anderen, dass sie dick sind? Nee, das ist einfach... Die meisten Leute können nicht einfach so viel futtern, wie sie Appetit haben. Der durchschnittliche Mensch. Haben auch schlanke Leute weniger Appetit. Also, es ist ganz witzig. Also essen oder essen. diese Aussage von wegen, ich kann alles essen, was ich will, funktioniert deswegen neidmachend gut,
weil manche Leute halt einfach unter ich kann alles essen, was ich will, deutlich weniger verstehen als jemand, der übergewichtig ist. Wenn ich alles essen könnte, was ich wollte, würde ich jeden Tag vermutlich 500 Gramm Nutella futtern. Aber das geht halt nicht. Sag mal, also, ich sag mal so, ich esse seit 10 Jahren, nee, mehr sogar seit fast 15 Jahren jeden Morgen eigentlich Schokocreme zumindest. Nicht immer Nutella, aber Schokocreme. Ja, aber dann isst du wahrscheinlich tagsüber dann trotzdem andere Sachen. Ich esse halt früh Schokocreme, mittags dann normalerweise warm, mein üblicher Wochenendtag ist, und abends Brot. Und dann noch Süßigkeiten zwischendurch immer mal. Ja, passt doch. Ich habe das aber mal hochgerechnet. Ich esse schon relativ viel Kalorien. Ich habe mal so... Du bist aber auch groß und ein Mann und du machst Sport die Woche über. Ja, damals habe ich noch keinen Sport gemacht. Ich habe mal im McDonald's gesessen und mal geguckt, was so ein übliches McDonald's-Mittag, was ich dann in der Zeit, dass ich häufiger gegessen habe, an Kalorien hatte. Das war wie 2000 Kilokalorien oder sowas. Also wow. Irgendwie über ein halbes Tagesbedarf. Deutlich über ein halbes Tagesbedarf. Das ist tatsächlich der einzige Grund, warum ich manchmal gerne ein Mann wäre. Das hat nichts mit Mann zu tun. Das ist, glaube ich, bei mir in der Familie ein bisschen verankert. Fuck it. Das hat dir jetzt kaputt gemacht. Weswegen wärst du gern Mann? Und Lumi, ah, ist jetzt das Schwert tot? Moment mal, die zwei Streams sind schon vorbei. Ja. Ich kann verlieren, wie ich will. Was mache ich jetzt eigentlich? Achso, ich brauche den. Ich kann mein Schwert verlieren, wie ich will. Ja, und hast du verloren? Na, hoffentlich nicht. Das ist doch das Gute. Das ist doch das super Gute. Ich verlieren kann, ich hab's noch. Verlieren auch nicht. Ich hab's noch. Du kannst es auch verlernen. Glück auch. Verlieren. Verlernen. Genau, verlernen, ja, ich verstanden. Ich verlerne mein Schwert. Wenn ihr damit umgeht, kannst du ja verlernen. Willi will auch noch Kaulbarsch. Das ist doch ein Angler. Kann mir jetzt endlich mal jemand sagen, wo es Kugelfisch gibt? Ich glaube, das gibt es zu bestimmten Tageszeiten, eventuell abends. Muss bloß wissen, ob Ozean und Fluss oder See. Ich denke Ozean tatsächlich. Gell, Kugelfisch klingt nach Ozean. Ozean. Sommer? Ja, Sommer ist logisch, weil wir gerade Sommer haben. 12 bis 16. Also nachmittags sogar. 12 bis 16. Mhm. Ich hatte schon mal irgendwann einen Kugelfisch tatsächlich, aber ich habe ihn nicht mehr aufgehoben. Muss halt sonnig sein. Und zum Reisewagen kann ich ja wirklich nicht mehr gehen, weil ich ja jetzt mal diese bescheuerte Sequenz bekomme. Achso, dann sag mir doch, wann der Reisewagen ist. Morgen. Sonntag. Kommt der immer? Kommt die Haley-Sequenz immer beim Reisewagen? Ja, immer wenn ich in den Sundersaftwald gehe. Ach so. Ich darf halt nicht mehr nach unten gehen. So lange, bis ich dich nicht mehr leiden kann, ja. Mhm. Demetrius will einen Kugelfisch haben. Stimmt, Demetrius haben wir uns gar nicht angefreundet bisher so richtig. Oh toll, ich bin müde und kann nichts mehr machen und oh, ich kann den Fisch essen, den ich gerade eben gefangen habe. Aber Essen ist generell ziemlich geil. Ja, das stimmt. Ist mal so, wenn ich Kuchen da habe, esse ich auch Kuchen zum Frühstück. Und dann auch nicht wenig davon. Jetzt habe ich mir mittlerweile alles abgewöhnt irgendwie. Aber dafür esse ich die ganze Zeit Süßigkeiten zwischendurch. Bin einfach eine Naschkatze, ich darf hier nichts haben. Hier? Gehe an einen sonnigen Tag zwischen 10 und 16 in den Sundersaftwald. Also jedes Mal, wenn ich runtergehe, wenn es sonnig ist. Musst du nach 16 Uhr gehen. Ja, cool. Du musst dir halt einfach noch ein bisschen Leben schenken. Wo war ich? Achso, ich hatte letztens wieder hier so eine schöne Torte da, so eine Koppenrad- und Wiese-Torte. Da habe ich jeden Morgen quasi ein Viertel davon gegessen. Alter, boah, lebst du gesund. Ja, ne? Echt gesund. Ach, schön schon. Sehr Hauptsache schön. Energie. Wir haben einen Zuschauer von mir angesteckt, der spielt jetzt auch Stardew Valley. Das ist auch ein schönes Spiel. Ich habe so ein bisschen unabhängig von mir entdeckt, aber ich habe dann mit ihm so ein paar Einstiegssachen gemacht. Hast du ihm direkt die Wiki gezeigt? Was? Hast du ihm direkt das Wiki gezeigt? Nein, der lässt sich nämlich spoilern. Ich habe ihm direkt einen Einstieg gegeben ins Spiel. Neuer Rekord, worauf er achten muss. 56 cm Rotbarbe. So, es gibt nämlich Leute, die freuen sich darüber, wenn man ihnen Dinge erklärt. Was? Und regen sich nie auf. Alles Plebs. Ja. Und man kann mich mit Schokolade momentan in der Tat nicht ärgern, weil ich gestopft bin wie eine Weihnachtsgans, ey. Und mit saure Gurke? Ja. Oh, ich könnte mir noch ein Brot machen. Mit Chips? Zweites Frühstück quasi. Was mit Chips? Oh. Chips kicken mich nicht. Okay. Flips? Eher. Flip-flops? Ich habe noch einen Thunfisch gefangen. 150 cm Thunfisch, ey. Da muss Schatzi aber viel kochen.
Oh, alle Schmetterlinge. Anderthalb Meter Thunfisch einfach mal aus dem Ozean ziehen. Ui. Mit der Angel. Voll gut. Mit der Angel. Wie soll ich denn da rankommen? An diese Blubberblasen? Da kommt man nicht ran. Nee, an in welchem Jahr bist du denn schon? Das ist ja fies. Hm? So. Das ist ja fies, hab ich nur gesagt. Nee, weil die Lumia gerade noch was gefragt hat, bis ich. Ja, in welchem Jahr der John ist, weil der doch auch Stardew Valley spielt. Ja, das habe ich jetzt auch gerade registriert, dass er die aus dem, den aus dem Chat meint. Soll ich jemand den Chatnamen vorher sagen, damit ihr euch nicht angesprochen fühlt? Nö, ich hab's verstanden. John? Wie lange spielst du schon Stardew Valley? So, Disclaimer, ihr seid nicht gemeint. Ich leg mich jetzt schon mal ans Bett und mach mir noch ein Brot. Mach das. Huch. Ja, Früchtepunsch macht halt nicht satt. Früchtepunsch macht meistens nicht satt, das stimmt, aber macht meistens ziemlich gut betrunken. Es ist ein alkoholfreier Früchtepunsch. Und dann hat man noch mehr Hunger, lass mich doch mal ausreden. Oh, man kann eine Maki-Rolle selbst machen. Rezept für Maki-Rolle. Du brauchst aber Reis, dann musst du Reis kaufen. Soll ich das mal kaufen, das Rezept? Da können wir die Maki-Rolle herstellen. Kannst du machen. Was bist du denn für ein Fisch, dass du so rumspringst? Alter, den fange ich nie und nimmer. Das ist wahrscheinlich wieder Tintenfisch oder sowas. Wo kann man dann eigentlich kochen? Für die Rezepte? An deinem Herd. Wo kann man wohl kochen? Und übrigens, wenn du Essen in deinen Kühlschrank tust, kannst du die dann automatisch am Herd benutzen. Musst du nicht in deinem Inventar rumschleppen. Krasse Scheiße. Aber dann müssen wir, wie gesagt, mal Reis kaufen und sowas, wenn wir sowas kochen wollen. Ja, erstmal gucken, was wir brauchen. Und ich glaube, wir haben schon mal eine Maki-Rolle oder sowas abgegeben. Also, wenn du es dafür machen willst. Nur, aber bei mir ist das noch nie abgegeben. Hä? Ich kann es ja gar nicht machen, obwohl ich es gerade gekauft habe. Hä? Musst du es vielleicht noch benutzen? Klar ist die Maki-Rolle beim Bündel für den Koch schon abgegeben. Scherzkeks. Hä, bei mir aber doch nie. Muss Essen machen. sehr gut. Wenn man einfach so viel Hunger hat. TJ, wie lief das dann noch mit deiner Angebeteten? Hat die dich weiter angeschrien? Obwohl du nur die Wahrheit sprichst? Falls TJ noch da ist. Oh Quatsch, naja, gut. Das hab ich so gesehen. Naja, shit happens, Benny. Du hast gesagt, das ist schon abgegeben. Das ist halt beim Kochbündel. So, hier noch ein Thunfisch. Das, dann packen wir das wieder daran. Das dahin, das. Hier kommt das rein. Hier habt noch Heilbutt. Da ist noch was. Oh ja, cool. Da braucht, glaube ich, keine Sau, aber scheiß drauf. Sammeln wir mal ein paar. Haben wir jetzt nur 22. Kann ich eigentlich an den Baum rütteln und kommt dann was raus? Oh, das wollte ich gar nicht. Moment mal. Ist das ein Gegner da oder ist das was? Okay, ist ein Gegner. Bäh. Tschüss. Ja, Moment mal, warum ist denn nichts am Einmachen eigentlich? Ach verdammt, mach ich morgen. So, die reden wir nochmal mit Schatzi. Die roten Schleimer, die sind verdammt hartnäckig geworden. Bist du bald bereit fürs Bett? Ich habe die Heizdecke für uns angemacht. Es ist Sommer! Es ist eine Frau. Alter, das ist doch nicht dein. Was regst du dich überhaupt drüber auf? Im Sommer eine Heizdecke anmachen, ist ey. Ist aber trotzdem nicht schlimm. Das ist wie im Winter die Klimaanlage anmachen. Energieverschwendung. Ja. Oh mein Gott. Mi. Außerdem wird es dann viel zu warm. Lieber zusammenknuddeln, da wird es warm genug im Sommer.